Und wie versprochen geht's jetzt hier hinten rein. Im neuen 13 Part. Ja, gut. Dann schleichen wir mal hier rein. Ach klar, Rückerinnerung. Ich habe mir gerade ein bisschen zusammengeschissen. Ey. Ich versichere Ihnen, dass Nummer 13 von 3 Kugeln in die Brust getötet wurde. Was haben Sie mit seinem Körper gemacht? Das Eintreffen der Polizei hat mich daran gehindert, seinen Körper... Aber ich versichere Ihnen... Schweigen Sie, meine Herren. Nummer 13 ist am Leben. Wir müssen uns um ihn kümmern, bevor er die Operation zum Scheitern bringt. Er weiß, dass wir ihn betrogen haben. Wir sind auf Rache. Ja, aber wir sind Jason Fly. Der 13 ist wirklich tot. Wir wissen jetzt also, wir können uns hier hinten verstecken. Oder müssen wir vorher wohl noch was anderes machen? Glaube ich zumindest. Bevor wir da rein können. Laufen wir einmal um die Kirche. Nee, aber hier ist irgendwie auch nichts. Sehr langweilig. Habe ich eventuell was in der Kirche übersehen? Mal wieder. Also was heißt hier mal wieder, sondern... Habe ich einfach mal wieder was übersehen? Darauf wollte ich mich mal wieder. Jetzt irgendwo irgendwas geöffnet oder wie? Ah! So machen wir das also heutzutage. Ach, und ich habe das Level abgeschlossen. Schick! Schick, 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 schick. Wir hingen wie immer einen Part anfangen mit einem Beenden des Levels. Nach Plan aus. In diesem Fall sollten wir unsere Gäste beruhigen. Vergessen Sie nicht Ihre Garderobe. Bleiben Sie in diesem Raum auf Posten. Ja, Sir. Das ist auch ein Game Over, wenn die hier Alarm schreien. Alarm! Hab ich's noch verhindert? Wäre lustig. Holen die hier erstmal durch die Gegend Alarm. Drücken aber nicht den Knopf und ich töte den dann. Davor. In der Tat, Nummer 5 wollte uns einen Vorgeschmack auf das geben, was uns erwartet. Wie wollen wir den Disken seine Abwesenheit erklären? Ich weiß noch nicht. Er ist nicht der Einzige, der fehlt. Ja. Mag vielleicht ein bisschen mit meinen Moin-Witz da zusammenhängen.
Zeichen von Fischer. Moment, ich such grad. Danke. Okay, ich habe einen Schlüssel, aber er hat seine Magnetkarte vergessen. Doof gelaufen, ne? Ach so, mit dem Schlüssel komme ich jetzt hier rein, ne? Damit kann ich jetzt wieder zurückrennen. Am besten mit Tontüren, damit wir nicht direkt sagen, hey, komm mal, ich war hier. Wobei ich nicht glaube, dass die Bots das merken, vor allem nicht, wenn da oben Leichen liegen. Ich glaube, ab jetzt ist es nicht mehr wichtig, wenn die Alarm schreien. Wobei hier eigentlich noch alles voll ist mit Ruinen und Ruinen sage ich jetzt schon. Mit Alarmknöpfen, aber die drücken dann nicht drauf, die schreien lieber Alarm. Oh, Medipack, das heißt nichts Gutes. Oder habe ich mich einfach nur verlaufen? Glaube ich einfach mal. Dann muss ich... Ah, da was einsetzen. Wo finde ich denn das, was ich da einsetzen muss? Arsch. Vielleicht doch hier hinten. Guck ich nochmal nach. Also ich sehe nichts. Okay, also muss ich doch nochmal zurück. Da habe ich hinten irgendwo was übersehen. Das ist jetzt blöd. Ah ne, ich komme hier nicht mal mehr raus. Ich weiß, doofe Idee. Aber mir fällt gerade wirklich nichts Besseres ein. Also ich habe wirklich gerade keine Ahnung, wo ich dieses Steinstück finden soll. Also ich sehe auch nichts, ich finde nichts, ich sehe nichts. Oh mein Gott, das Spiel ist scheiße. Ich komme ja auch nicht mehr raus, das ist ja das nächste Schlimme. Ich darf ja auch nichts dran machen. Ich hab persönlich am Schluss. Ey, ich kann hier echt nichts machen.
Nee, definitiv nicht. Und zurück kann ich auch nicht mehr. Oder muss ich jetzt einfach sterben, weil ich hinten wirklich was vergessen habe? Alter, sag mir, was ich vergessen habe. Oh Mensch! Dreckspiel! Was habe ich vergessen? Wo habe ich was vergessen? Boah, Teufel auch! Also ich ziehe und finde jetzt erstmal nichts, das ist das Blöde. Die Lasche kann ich nicht verschieben. Hier unten drin haben wir Farben. Viele unterschiedliche schöne bunte Farben. Der Zerstörungsruf bringt uns ja auch nicht weiter. Hier auch nicht. Und das Ding halt zu malträtieren bringt auch nichts. Also ich bin definitiv für Selbstmord, weil ich glaube ich was vergessen habe. Yay. Und dann stellt sich heraus, ich habe doch nichts vergessen, ich bin nur zu blöd. Ja komm, und jetzt heißt es wieder, ich wurde getötet, obwohl ich nur gestürzt bin. Ja, ich weiß, erneut versuchen, wo habe ich denn zuletzt gespeichert? Super. Ja, natürlich wurden die Lebensmittel überprüft. Nichts Ungewöhnliches. Schauen Sie sich. Okay, das darf ich anscheinend auch nicht machen, obwohl das funktionieren würde. Okay. Also auf ein neues. Natürlich wurden die Lebensmittel überprüft. Schauen Sie sich dieses Blatt an. Wieder Nummer 5 wollte uns einen Vorgeschmack auf das geben, was uns erwartet. Wie wollen wir den Gästen seine Abwesenheit erklären? Er ist nicht der Einzige, der fehlt. Ja, okay, also hier haben wir auch nicht. Ich gehe jetzt hier richtig penibel durch. Na verdammter Mist. Wir wissen, dass du deine Magnetkarte vergessen hast. Okay, beide stehen für uns da rein. Hier hinten ist nichts. Hier hinten ist auch nichts. Hier ist nichts, da komme ich nicht rein. Hier komme ich nicht rein, der Part ist fast oben. Die anderen Schubladen darf ich gar nicht erst berühren. Nett mit dem extra Rauchabzug.
Nette Idee, wirklich. Warte noch, ich bin keinen Schritt weiter. Ich gehe jetzt nämlich wieder hier rein. Ah, jetzt hat er einen Knopf gedrückt. Okay, also Knopf drücken heißt tot, aber wenn sie Alarm brüllen, heißt das erstmal nicht. Okay, erneut versuchen. Ja, und weiter geht's im nächsten Part. Ich sag jetzt hier ciao, ciao und man sieht sich.